Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr Fortnite Crashes fixen könnt und wie ihr damit auch direkt mehr FPS bekommen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solchen Videos mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut euch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt auch gerne meinen Creator Code Aircraft im Item Shop ein. Fliegt natürlich alle 14 Tage raus und ich würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen. Ich hatte früher auch viele PC und Game Crashes und deshalb werde ich in diesem Video vor allen Dingen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wenn ihr auch noch persönliche Erfahrungen damit gemacht habt, was vielleicht bei euch an Einstellungen geholfen hat, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare, vielleicht könnt ihr damit noch dem einen oder anderen etwas weiterhelfen. Als erstes würde ich sagen, beginnen wir aber in den Fortnite-Einstellungen, denn dort kann man direkt schon sehr, sehr essentielle Punkte einstellen. Und zwar haben Game Crashes häufig etwas damit zu tun, wenn man unconsistent FPS bekommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel zwar in den Peaks 240 FPS schafft, aber dann eben halt auch die Lows auf so 60 FPS hat und es eben halt dann immer wieder Stutters gibt, also immer wieder so Mini-Ruckler im Gameplay gibt, dann heißt es eben mal häufig, dass die FPS sehr unconsistent sind und das kann man relativ leicht dadurch fixen, dass man das Framerate-Limit etwas runterstellt. Wenn man das nämlich zum Beispiel auf 160 FPS capt, dann wird es eher so sein, dass halt wenn ansonsten ein Spike auf 240 FPS wäre, dass der einfach auf 160 FPS bleibt. Dadurch kann man nämlich etwas so die ganzen Stutters ausgleichen, das heißt, wenn man sozusagen Peak auf 240 FPS hat, dann wird er eben halt auf 160 FPS gelowert und wenn man dann dafür eben halt einen Stutter hat, der auf 60 FPS oder so ist, dann kann er eben halt die Leistung, die ansonsten für den 240 FPS Peak benutzt wurde, die kann dann eben mal dafür benutzt werden, um eben mal diesen Stutter etwas auszugleichen. Ist natürlich jetzt nicht genau die technische Erklärung gewesen, aber so funktioniert es auf jeden Fall in-game, also das ist am Ende das, was ihr bemerken werdet. Das heißt, es könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp dafür sein, wenn ihr viele Ruckler habt und wenn ihr natürlich auch Game Crashes habt, da nämlich wie gesagt natürlich Game Crashes bei diesen ganzen Stuttern vorkommen. Und genau aus dem gleichen Grund sollte man natürlich am besten auch so viele FPS bekomme wie nur möglich und dafür empfiehlt sich zum Beispiel auch der Performance Mode, da man dadurch natürlich weniger Input Lag bekommt, weniger Stutters bekommt. In anderen Fällen kann es aber auch sein, wenn das System immer damit nicht ganz so gut funktioniert, dass man dadurch auch besonders viele Game Crashes bekommt. Deshalb sollte man auf jeden Fall auch alle Performance Modes bzw. alle Rendering APIs ausprobieren, DirectX 11, DirectX 12 und natürlich auch die 2 Versionen vom Performance Mode. Und dann sollte man da natürlich ausprobieren, was am besten funktioniert und natürlich das Ganze auch am besten auch etwas länger testen, wo man eben mal dann am Ende die konsistenten FPS bekommt und es kann zum Beispiel auch sein, wenn man DirectX 12 spielt, dass man solche Probleme hat mit Fullscreen-Mode, das kann auch häufig zu Game-Crashes führen. DirectX 11 hat aber auch genauso die eigenen Probleme, da hängt es eben halt wirklich vom einzelnen System ab und das ist eben halt auch so das Besondere an PCs im Vergleich zu Konsolen, dass es eben halt sehr, sehr viele individuelle Fehlerquellen gibt und man dadurch natürlich sehr, sehr viele auch an sich ausprobieren kann und es deshalb auch keine generelle Erklärung für PC-Crashes gibt, sondern da müsst ihr wirklich am besten einmal alles ausprobieren, was ich sage. Und ich hätte euch auch empfohlen, die ganzen Sachen nicht direkt hintereinander ausprobieren, sondern das eine zu probieren, schauen, wie es funktioniert, dann das andere noch zu probieren, das andere auch eventuell einzeln vom vorherigen Getesteten auszuprobieren. Umso mehr man da nämlich austestet, desto besser wird am Ende das Ergebnis. Denn manchmal kann es auch sein, dass sich solche Sachen dann gegenseitig aufheben und man dann eben halt so Einstellungen gegeneinander eben halt nimmt und das eine dann sozusagen es besser macht, aber in der Kombination mit der anderen Einstellung wird es dann am Ende wieder schlechter. Das heißt, probiert da ein bisschen rum und dann werdet ihr das beste Ergebnis finden. Das waren aber natürlich nicht die einzigen Einstellungen, aber soweit auf jeden Fall die Einstellungen, die wir in Fortnite machen können und deshalb können wir direkt auch mal Fortnite schließen und können auf unseren Desktop weitergehen. Natürlich jetzt nicht in Discord, den könnt ihr natürlich auch gerne beitreten, aber auch wenn ihr auf unserem Discord sind, können wir unten einmal in die Suchleiste gehen und Prozent eingeben und damit werden die Temporary Files einem angezeigt. Das sind so Files, die eben halt von Programmen benutzt werden, um ein bisschen was zwischenzuspeichern. Und die benutzen extrem viel Speicherplatz, vor allen Dingen auf eurer Main-Festplatte, also da, wo auch Windows installiert ist. Da kommen wir allerdings gleich nochmal zu. Das können wirklich teilweise 10 GB sein. Ich glaube, ich hatte hier schon mal 20 GB mit einmal Löschen entfernt. Das Ganze könnt ihr löschen, indem ihr einmal STRG A drückt und dann einfach auf Entfernen klickt und dann hier einmal auf Continue klickt. Und am Ende wird das nochmal gefragt und dann müsst ihr dort auf Do This For All Current Items und dann Skip machen. Und dadurch könnt ihr eben halt alles löschen. Am Ende werden auch so 10, 20 Dateien hier drin sein. Ihr könnt dann
nicht löschen, weil die gerade in Benutzung sind. Werde ich jetzt auch nicht machen, weil es ansonsten sein kann, dass eventuell irgendetwas zum Beispiel von der Aufnahme dann da drin ist. Das heißt, macht es auch am besten, wenn ihr gerade keine anderen Programme aufhabt. Dann werden nämlich nicht irgendwelche nutzbaren Files instant gelöscht. Denn diese Temp-Files sind natürlich genau dafür da, dass immer Programme da ihre Temporary-Files zwischenspeichern können. Deshalb, wie gesagt, macht es am besten so nach dem Restart, wo immer keine Programme offen sind. Und dadurch könnt ihr sehr, sehr viel löschen. Natürlich müsst ihr es am besten dann am Ende auch noch aus dem Papierkorb löschen, weil es ansonsten natürlich hier noch genauso drin ist. Je nachdem, wie groß es ist, wird das immer nicht instant gelöscht. Das ist auf jeden Fall der erste Schritt dafür. Danach geht es natürlich generell darum, dass man so viel Speicherplatz wie möglich nur frei macht. Denn man sollte auf seiner Festplatte maximal eigentlich nur 75% gefüllt haben. Das ist bei mir ja schon echt close. Mit 67 GB von 231 GB ist das so ziemlich genau 75% von der Festplatte. Wenn ich da schon so in den Bereich von um die 50 GB komme, dann merke ich auf jeden Fall, dass mein PC nicht mehr ganz so responsible ist. Das heißt, versucht auf jeden Fall die Festplatte, vor allen Dingen, wo immer Windows installiert ist, so leer wie möglich zu halten. Generell ist es aber auch empfehlenswert, alle Festplatten nur auf maximal 75% zu lassen. Wenn ihr die auf 90% habt, dann fehlt einfach so Zwischenfiles, wie zum Beispiel Temporary Files, die da ja natürlich genauso gespeichert werden. Die brauchen deutlich länger in diesen letzten 10%, letzten 20%, um dazwischen gespeichert zu werden, und deshalb wird das System eben halt auch langsamer. Das heißt, lasst es auf jeden Fall so leer wie nur möglich. Versucht da Programme zu löschen, Spiele, die ihr nicht benutzt, das kann man immer sehr, sehr gut löschen. Und ansonsten auch noch eine weitere Möglichkeit, um da ein bisschen mehr Speicherplatz zu bekommen, ist natürlich Windows einfach ganz neu zu installieren. Da gibt es aber auch wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum einen nur die ganzen Programme löschen, man kann Programme und Dateien löschen oder alles, was überhaupt auf dem System ist, löschen und dann eben halt Windows nochmal neu installieren. Sucht da auf YouTube am besten nach Tutorials, aber für die leichten Varianten, um nur die Dateien zu löschen und Programme zu löschen, kann man bei Update on Security in den Settings auf Recovery klicken und dann hier Reset this PC auf Get Started klicken und dann das Ganze da einmal durchmachen. Kann man auch auswählen, ob man, wie gesagt, nur Programme oder Programme und Dateien löschen will. Das dauert dann so circa 30 Minuten bis eine Stunde und da müsst ihr immer nochmal alle Programme neu installieren. Also insgesamt ist man wahrscheinlich 3 Stunden damit beschäftigt. Kann sich aber auf jeden Fall lohnen. Man wird da dabei in jedem Fall auf jeden Fall mehr FPS bekommen. Umso mehr natürlich löscht, desto besser wird am Ende auch die Performance sein. Also wenn du nur Programme löscht, wird es nicht ganz so gut sein, wenn er Programme und Dateien löscht. Und am besten ist, wie gesagt, natürlich ein Clean Install. Also wenn wirklich alles vom PC. Wie ich vorhin ja bereits erklärt hatte, haben PC-Crashes und Fortnite-Crashes ist häufig etwas damit zu tun, dass es unconsistent FPS gibt. Und unconsistent FPS werden häufig auch durch eine unzureichende Kühlung im PC erzeugt. Und wenn man dort immer zum Beispiel einen sehr, sehr staubigen PC hat, den seit Ewigkeiten nicht mehr gecleant hat, dann kann eben halt häufig etwas luftblockiert sein, dass da immer nicht mehr die Kühlung richtig funktioniert. Und wenn dann so eine CPU auf 80 Grad läuft, läuft die in der Regel deutlich instabiler, als wenn die zum Beispiel auf 70 oder 60 Grad läuft. Das heißt, umso kühler ihr eure CPU und Grafikkarte haltet, desto besser ist am Ende die Performance. Dafür, wie gesagt, natürlich PC reinigen, sehr, sehr effektive Methode. Gerade wenn euer PC zum Beispiel in einem Raum mit Teppich steht, der wird es sehr, sehr schnell dreckig. Sollte man immer wieder alle halbe Jahre am besten machen. Ansonsten könnt ihr aber auch die Lüfterdrehzahl etwas höher machen. Dadurch wird natürlich euer PC auch kühler werden. Müsst ihr eben halt in eurem Fall dann nach dem Mainboard zum Beispiel suchen oder da, wo immer die Lüfter angeschlossen sind. Da gibt es immer bei jedem im Prinzip eine eigene Software. Sucht am besten, wie gesagt, nach eurem Mainboard-Modell oder immer nach dem Controller, wo eure Lüfter angeschlossen sind. So, als Richtwerte könnt ihr euch eigentlich nehmen, dass eine Grafikkarte nicht über 70 Grad laufen sollte und dass eine CPU am besten auch so nicht über 80 Grad laufen sollte. Darüber können die noch laufen, aber laufen eben halt, wie gesagt, instabil, und umso kühler es wird, desto besser ist am Ende die Performance. Und gleichzeitig verbraucht auch dadurch natürlich euer PC weniger Strom, wodurch sich die Hardware-Bauteile natürlich mehr Strom nehmen können, und dadurch könnt ihr am Ende natürlich auch wieder mehr Performance bekommen, wodurch ihr am Ende dann auch mehr FPS in Fortnite haben werden. Als nächstes gehen wir dann einmal in den Task Manager rein. Dafür könnt ihr entweder Windows X oder hier einen Rechtsklick auf den Start-Button machen und dann hier auf Task Manager klicken. Und dann müssen wir einmal in den Startup-Bereich, also in den Autostart-Bereich gehen. Denn hier hat man in der Regel relativ viele Programme aktiviert, die immer dann schon direkt mit dem Starten des Systems auch aktiviert werden. Und die verbrauchen häufig sehr, sehr viel Platz beim RAM-Speicher und teilweise auch sehr, sehr viel CPU-Leistung. Und
und auch Internetleistung wird von dem einen oder anderen System, von dem einen oder anderen Programm hier benutzt, gerade wenn es solche Update-Programme sind, wie zum Beispiel hier der Java Update Scheduler, die sollte man auf jeden Fall immer ausgeschaltet haben, das verbraucht unnötig viel Leistung und man braucht es wirklich nicht, dass die gestartet werden. Dort solltet ihr wirklich nur alles reinnehmen, was ihr so oder so immer startet, also zum Beispiel bei mir Spotify ist bei jedem Start eigentlich immer direkt an, ich höre dauerhaft Musik, deshalb ist so etwas schlau anzumachen, aber zum Beispiel hier Skype benutze ich nie, deshalb ist es immer tausendmal besser, dass man das direkt disabled hat. Genauso sollte ihr natürlich generell während dem Gaming auch so wenig Programme wie nur möglich gleichzeitig offen haben, das heißt immer nicht dreimal YouTube in unterschiedlichen Browser-Tabs offen haben, gerade Browser verbrauchen sehr, sehr viel Leistung. Wenn aber zum Beispiel natürlich Streamer seid und euer Gameplay aufnehmt und streamt, dann braucht ihr natürlich zum Beispiel OBS offen oder eigentlich auch immer Google offen für den Chat zum Beispiel. Ihr könnt aber auch euren Chat direkt in OBS reinmachen, hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, war glaube ich vor 2 Monaten oder so. Sucht da gerne mal auf meinem Kanal, da habe ich alles erklärt, wie das genau funktioniert. Dadurch könnt ihr euch etwas Leistung sparen und ihr könnt natürlich auch in OBS darauf achten, dass ihr zum Beispiel keine Facecam aktiviert habt oder die Facecam nicht auf 4K laufen lasst. Das verbraucht meistens sehr, sehr viel Leistung. Genauso sind auch animierte Overlays euer größter Feind. Die verbrauchen teilweise 10% CPU-Leistung. Also habt auf jeden Fall niemals animierte Overlays oder wenn ihr eben halt zum Beispiel ein Intermission-Screen habt, ein Intro-Outro-Screen, dann solltet ihr die auf jeden Fall deaktivieren, wenn ihr die gerade nicht braucht. Das heißt, wenn ihr während des Gaming seid und es eben im Hintergrund noch dauerhaft geladen ist, dann verbraucht es eben auch schon direkt Leistung. Und deshalb versucht ihr so wenig bewegende Objekte in eurem OBS zu haben wie nur möglich und dadurch wird am Ende natürlich mehr für Fortnite übrig bleiben. Genauso kann zum Beispiel auch Discord etwas dazu führen, dass ihr wenig FPS habt, denn wenn ich hier 1000 Server habt, gerade solche Scrim-Server, wo 1000 Nachrichten innerhalb von einer Stunde gefühlt geschickt werden, dann wird es natürlich dauerhaft durch Push-Up-Nachrichten immer an euren PC gesendet und dauerhaft geupdatet und dadurch verliert ihr natürlich auch Leistung. Das heißt, wenn ihr eben manche Scrim-Server nicht used, die euch dauerhaft nur voll spammen, dann würde ich euch dort auch empfehlen, die einfach zu verlassen und eben zum Beispiel die auch teilweise stumm zu schalten. Das könnt ihr ganz einfach hier rüber machen, über Server stumm schalten und dann, bis ich es wieder einschalte. Dadurch bekommt ihr immer keine Nachrichten und verbraucht dadurch nicht ganz viel Leistung. Ist auch immer sehr praktisch, das zu aktivieren. Dann gehen wir nochmal in die Settings rein, denn dort können wir auch noch eine weitere Einstellung treffen. Und zwar bei den Updates sollte man natürlich als erstes immer up-to-date bleiben. Das heißt, man sollte hier immer nach Updates checken und schauen, ob man die neuesten Updates hat. Und dadurch kann man zum einen natürlich die bessere Security für den PC direkt haben. Da gibt es wirklich daily immer neue Updates. Aber natürlich auch ansonsten gibt es sehr, sehr viele wichtige Updates, die man dort immer machen sollte, die teilweise bessere Performance, neue Treiber und alles bringen. Genauso ist natürlich auch ein GeForce Experience oder ein AMD-Treiber, da sollte man natürlich auch immer up-to-date bleiben. Und ihr solltet das dann natürlich aber nicht laufen lassen, während ihr gerade am Zocken seid. Deshalb kann man hier zum Beispiel Pause-Updates for 7 Days klicken. Dadurch wird das dann eben für 7 Tage pausiert, dort wird nicht für Updates gesucht. Und dadurch wird natürlich auch nicht eure Netzwerkverbindung beansprucht. Und das Ganze solltet ihr auch nicht länger als 7 Tage machen, weil ihr ansonsten natürlich wieder nicht up-to-date seid. Dann kommen wir auch schon direkt zum letzten Punkt, und zwar einer der häufigsten Punkte, weshalb eben halt Fortnite crasht, und zwar ist es das Raushaben aus dem Game. Das kann man natürlich auf unterschiedliche Weise machen, zum Beispiel mit Alt-Tab, dadurch kann man zwischen Fenstern switchen, aber natürlich auch das Ganze raushaben. Wenn man das nämlich sehr, sehr häufig hintereinander macht, dann wird eben halt immer mehr vom RAM beansprucht, weil eben halt 2 Programme gleichzeitig nebeneinander geladen sind und zwar vollkommen geladen sind, und wenn man dann eben halt das zu häufig macht, dann kann es sehr, sehr schnell zu einem PC-Crash und eben überhaupt natürlich erst zu einem Fortnite-Crash führen. Das heißt, ihr solltet vermeiden, natürlich gerade während Tournament zwischendurch immer wieder auf YouTube zu schauen, und macht es am besten, wenn überhaupt, nur über euer Handy, und versucht es eben mal so wenig wie möglich zu machen. Und das Beste dafür ist natürlich auch, dass es so langsam wie möglich macht. Das heißt, dass ihr nicht dreimal hintereinander Alt-Tab drückt, weil es dadurch natürlich am schnellsten crashen wird. Und gerade wenn zum Beispiel DirectX 12 habt, dort gibt es das Problem sehr, sehr häufig. Performance-Mode geht etwas besser, dort hat man es nicht ganz so häufig, und Fenster-Modis, dort geht es auf jeden Fall besser. Da fehlt dann aber natürlich am Ende dann die Performance in Fortnite, weshalb man am Ende trotzdem eher Vollbild anhaben sollte und nicht irgendeiner der Fenster-Modis. Aber man sollte natürlich aufpassen, dass man nicht zu häufig aus dem Game raustappt. Damit sind wir auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare und lasst ja natürlich auch gerne Bewertungen da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen im Video oder nachher im Stream wieder. Bis dahin, ciao.